So, unser erster Trade geht hier in die blaue Zone rein, beziehungsweise in unserem ersten Gewinnzielmodus. Karl-Heinz, guten Morgen. Rudolf, guten Morgen. Hendrik, guten Morgen. Sigrid, guten Morgen. Und es fehlt jetzt noch ein, zwei Pünktchen, dann sind wir draußen. Einmal nur touchiert. 8:51 Uhr, wir gehen auf angepasst im zweiten Trade hier. Zweite Trade, die gestrichelte Linie. Und wir gehen auf Richtung 50, der 50er Zone und Gap Closing hier nach unten. So, wir gehen in die dritte Runde. Mit geringem Risiko, dritte Runde. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Einmal auf MTX, wie sieht es hier aus? Gestrichelte Linie jetzt an dort oben. Jetzt schauen wir mal, nehmen das Schloss mal raus, wenn er jetzt schnell nach oben ausbricht. Aus der Zone. Wir müssen die 20er Marke durchwinden nach oben. 15 jetzt gehandelt. Das schafft es nicht. Schloss wieder davor. So, wir nähern uns jetzt nochmal unserem Niveau 20er, müssen wir drüber. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Jetzt. 21. Muss über die gestrichelte Linie rüber. Na komm schon. Jetzt sind alle raus. Wow. Trade ist und wir haben hier oben auch noch links ein Laufen mit 0,03, auch der in den Gewinn gelaufen.
So, das heißt, für heute haben wir ein halbes Prozent erreicht. Das ist ein Wochenergebnis an einem Trade. Und er geht jetzt weiter durch die Decke. Wir sehen es hier. Puh, puh, puh. So, da sieht man auch hier. Ja, irgendwann macht er natürlich den Breakout, da müssen natürlich aufpassen, aber das weiß man vorher nicht. Und wir sehen jetzt, wäre es ein Home Run, immer wieder die gleiche Leier. Da muss ich an mehr arbeiten, dann auch wirklich die Füße stillzuhalten. Aber im neunten Trade ist das dann auch emotional. Ja, wir sehen es hier, das wären jetzt paar Prozent gewesen, die wir jetzt hier verdient hätten. Die Zone 50er, beziehungsweise das Level hier. Gleich erreicht. Nee, das Hans, das Regelwerk sagt, das weiß auch jeder. Und verabschiede mich auch natürlich jetzt bei den YouTubern und bis morgen.